Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und einem neuen Tutorial. Dieses Mal zu dem RPG Maker XP. Ja, ihr habt euch gewünscht, dass ich dazu mal ein paar Tutorials mache und genau das habe ich jetzt vor. Angefangen bei dem XP. Ich würde dann aber auch weitergehen zu dem MV und dem ganz neuen MZ. So, in dem ersten Video möchte ich einfach mal auf das Menü eingehen, die Grundfunktionen. Ihr habt hier oben die Symbolleiste, das ist auch eigentlich das Einzige, worauf ihr achten sollt, weil alles, was ihr hier macht, neben dem Speichern und Projekt neu erstellen, ist eigentlich auch in dem Menü hier verborgen. Ihr habt ein Zeichentool, das kann entweder der Pinsel sein und je nachdem, was ihr hier links ausgewählt habt für eure Maps, könnt ihr mit dem Bleistift einzelne Felder zeichnen oder mit dem Rechtecksymbol könnt ihr das Ganze rechteckig machen bzw. auch rund. Ich arbeite meistens eher mit dem Rechtecksymbol und für Feinarbeiten mit dem Bleistift. Ansonsten könnt ihr auch Felder komplett füllen mit einem Objekt. Sieht jetzt natürlich doof aus, aber nur damit ihr es gesehen habt. Für Wasserstellen könnte man es zum Beispiel machen. Und genau, man kann auch einzelne Bereiche kopieren und diese dann sich kopieren und an andere Stelle verschieben. Auch sehr praktisch, weil man irgendwie sich was Schönes designt hat und das aber immer wiederkehrend haben will. Ja, ansonsten hier kann man den Ausdruck verkleinern oder vergrößern. Das mag jetzt bei der Startmap nicht so viel Sinn machen, weil die an sich schon recht klein ist auf dem Bildschirm gesehen. Aber man kann hier unten links, und das ist euer Browser, ich habe das jetzt Tutorial XP genannt, und das ist die erste Map. Wenn man hier rechts drauf drückt, kann man eine neue erstellen. Der kann man auch einen Namen geben. Ich nenne es jetzt einfach mal Feld. Dann wählt man auf, welches Tileset benutzt wird. Und das ist quasi die Landschaft, die ihr zeichnen könnt. Hier seht ihr, welche Truppen hier kommen werden, da kann man draufklicken und dann die jeweiligen Truppen auswählen. Das sind jetzt alles Standardgegner, die jetzt schon voreingestellt sind. Wenn man nichts einstellt, dann kommt auch nichts. Und hier unten sieht man die Schritte, nach wie vielen Schritten dann ein Gegner kommt. Und das hier ist die Breite und Höhe von einer Map. Ich mache es jetzt einfach mal auf 50-50, damit ihr das seht. Und hier könnte man dann auch noch die Hintergrundmusik einstellen oder die Kampfmusik. So, dann kommen wir auf die neue Map. Ihr seht, es ist jetzt auch größer. Jetzt würde es sich schon Sinn machen, da vielleicht auch den Ausschnitt zu verkleinern. Genau. Ansonsten, der RPG Maker XP hat in meinen Augen einen riesen Vorteil, den der MV Maker nicht hatte. Und zwar hat man hier drei verschiedene Layer. Layer sind Ebenen für die Bilddarstellung. Zum Beispiel, ihr seht, das ist hier alles weiß. Hoppala. Gehe mal wieder aufs Bleistift, alles weiß. Und wenn ich jetzt hier was hinmache, dann ist das weiß und es sieht doch weiß aus. Unpraktisch. Aber zum Beispiel jetzt hier, wenn ich das jetzt hier hinmache, dann hätte ich einen weißen Rand und es sieht absolut hässlich aus. So, die erste Ebene ist jetzt mein grüner Hintergrund und alles, was ich sonst drauf habe. Die zweite Ebene wäre jetzt etwas, was ich darüber lege, zum Beispiel diesen Baum. Jetzt kann ich das aber jetzt hier nicht mehrere Bäume nebeneinander machen, weil sich das dann immer wieder ausschneidet. Deswegen wäre es, wenn man jetzt mehrere Bäume nebeneinander haben will, könnte man jetzt hier mit mehreren Ebenen arbeiten. Und das würde dann letztendlich so aussehen, dass das halt mehrere Bäume nebeneinander sind. Ob man das jetzt so zeichnet, ist natürlich dahingestellt. Ansonsten kann man es aber auch dafür benutzen, nicht nur um Sachen zu überlappen, sondern auch um eine weitere Ebene wieder hinzupacken. Zum Beispiel auf diesen Baum. Also jetzt bewusst nicht auf der Ebene, weil ich es sonst löschen würde, könnte man jetzt hier noch irgendwie ein Vogelnest hinsetzen, was dann letztendlich so aussieht. Genau, ansonsten sind die Ebenen, da muss man einfach ein bisschen herumspielen, finde ich, damit man da so ein bisschen Überblick, hoppala, das könnten wir auf die erste Ebene packen, damit man da einfach so ein bisschen Überblick kriegt. Immer so tief wie möglich, aber nicht so hoch wie möglich. So, ansonsten dieses Feld
ist das wichtigste Feld eigentlich mit dem Spiel Events. Ihr seht, jetzt habt ihr ein Raster. Auf diesem Raster könnt ihr neue Events hinzufügen, entweder indem ihr rechte Maus und dann New Event klickt oder indem ihr Doppelklick drauf macht. So, ich mache jetzt hier einfach mal Player Start Position, weil die war vorher hier auf dem Feld, dann irgendwo im Wasser. So, aber bevor wir auf die Events kommen, zeige ich euch erstmal den Rest der Symbolleiste. Hier hatten wir jetzt zum Beispiel ein Speichersymbol, das ist alles ganz typisch. Das ist die Datenbank, das ist doch mit das Wichtigste, das zeige ich euch gleich. Hier unter Materialien kann man diverse Grafiken bzw. auch Sounds importieren bzw. exportieren. Diese Ordnerstruktur ist fest vorgelegt von dem XP Maker. Ihr werdet, wenn ihr den MV oder MZ habt, sehen, dass die sich auch zum Teil unterscheiden. Und nicht nur unterscheiden, es kann auch sein, dass es dort die gleichen gibt, die aber komplett anders dargestellt werden. Genau, die könnt ihr hier importieren und exportieren. Ansonsten gibt es hier den Skript-Editor. Würde ich euch anraten, am Anfang auf jeden Fall die Finger von zu lassen. Hier könnt ihr ganz, ganz viel einstellen. Also neben dem ganzen Grafischen, was ihr einfach euch zurechtklickt, also wie ein Content Management System, euch zurechtklicken und malen könnt, gibt es natürlich dann noch diese Datenbankebene und die Eventebene, wo ihr so ein bisschen Logik reinbringen könnt. Aber hier mit dem Script-Editor könnt ihr auch noch richtig programmieren. Ich weiß, ich glaube, beim XP Maker war es noch Ruby, bei MV oder MZ hat sich die Programmiersprache auch, soweit ich weiß, verändert. Hier kann man ganz viel einstellen, von einem Ringmenü oder einem Skillbaum oder sonst was. Das Tool ist wirklich sehr, sehr mächtig. Aber bevor man das macht, sollte man wirklich, entweder ist man Pro in der Programmiersprache oder man weiß genau, wie der XP-Maker oder der jeweilige Maker funktioniert, weil damit kann man sich auf viel zerschießen. Genau, ansonsten hier hinten haben wir noch die Soundtests, da kann man sich diverse Soundfiles anhören, muss dann aber auch immer wieder auf Stopp drücken, weil sonst läuft das durchweg weiter, bevor man die vielleicht einstellt. So, ansonsten die Datenbank. Unter der Datenbank haben wir verschiedene Reiter, zum Beispiel Actors, das sind so unsere spielbaren Charaktere. Da sind jetzt standardmäßig 8 Stück drin, mit Namen, Klasse und einem initialen Level, beziehungsweise einer Attributsreihe, die unterschiedlich, wie ihr seht, steigt und sinkt. Auch da kann man reinklicken und diverse Settings einstellen, beziehungsweise auch händisch eine Kurve generieren und das für alle Attribute, je nachdem, was ihr euch für euer Spiel ausgedacht habt. Genau das gleiche hier mit einem Start-Equipment, beziehungsweise könnt ihr hier unten auch das Maximum verändern und euch noch einen weiteren Charakter aussuchen, beziehungsweise könnt ihr auch die bereits vorhandenen einfach verändern, indem ihr euch einen anderen Charakter auswählt, sowohl den Battler, wie er im Kampf aussieht, als auch die Charaktergrafik, so wie es im Spiel, also wenn ihr auf der Karte herumlauft, aussieht. Das gleiche im Prinzip auch für Klassen. Für die jeweiligen Kämpfer. Hier oben seht ihr dann den Klassennamen, die Position im Kampf und dann, was diese Klasse vor der Waffen ausrüsten kann, beziehungsweise vor Armorteile. Außerdem hier unten eine Reihe von Skills, die man ab einem bestimmten Level lernt und die Effizienz von einem Element oder einem Zustand. Diese Skills können Sie dann wiederum unter Skills einstellen. Und hier, ihr seht, da kann man so unendlich viele Sachen einstellen. Da muss man sich auch echt, wenn man dann sich einen Spieler stellt, herantasten, weil schon eine Änderung kann extrem das Spiel anbalancen. Da muss man echt aufpassen. Einfach nur immer die HP zu verdoppeln und die Stärke, das macht es auch nicht. Da muss man sich echt hereinfummeln. Das ist eine Wissenschaft für sich. So, dann das gleiche für Items. Das sind jetzt wirklich Items, die man im Spiel, sei es in einem Shop, kaufen kann oder halt auch im Charakterinventar findet. Tja, von High Potions über irgendwelche Schlüssel für Truhen oder irgendwelche Früchte und welche Effekte die haben, gibt dir hier ganz viele Möglichkeiten. Das gleiche aber nochmal extra für Waffen und auch Rüstungen. Auch hier könnt ihr alles wieder komplett selbst designen. Beim XP Maker konnte man scheinbar auch noch kein Bild machen. Doch hier oben über Icons. Das war es aber dann auch. Das sind aber auch nur die Icons, die man im Inventar sieht, wenn man die jeweilige Waffe ausrüstet. So, unter Enemies könnt ihr euch Gegner erstellen. Dazu braucht ihr natürlich auch immer einen Battler-Symbol, eine Battler-Grafik für den jeweiligen Charakter. Diese Grafik wird dann halt auch im Kampf angezeigt. Dann vergebt ihr Namen, die ganzen Attribute, Elemente, was auch immer.
und welche Aktion dieser Kreatur ausüben kann. Genauso wie könnt ihr auch den Schatz einstellen. Hier seht ihr dann unter Items, Weapon und Armor genau die Dinge, die ihr schon vorher eingestellt habt. Ich würde das Ganze auch immer von links angehen und dann nach rechts euch durchgehen. Genau, deswegen, ihr macht erst die Gegner, das sind zum Beispiel Geister, und dann könnt ihr euch jetzt hier eine Truppe überlegen. Das könnten jetzt Geister sein, zwei Stück heißt das jetzt auch. Ich könnte da jetzt aber auch hier rechts noch einen Sahagin mit dazu nehmen. Ihr könntet für euch nach Belieben die Gegner verteilen. Ihr könnt es auch. Okay, jetzt habe ich ganz viele reingepackt. Richtige Gegnertruppen reinmachen. Und auch hier könnt ihr für die Events dann, für diese Kampftruppe auch noch Events planen. Damit habe ich tatsächlich noch gar nicht gearbeitet. Das möchte ich aber dann demnächst mal machen im Zuge dieser Tutorials und euch das dann zeigen. So, jetzt Autoname hat er alle Gegner reingemacht, die drinne sind. Man kann den Hintergrund verändern vom Kampf. Wobei der Wald für Sahagins, glaube ich, schon ganz gut war. Und hier könnte man auch nur den Kampf testen. Dazu muss man nicht mal ins Spiel reingehen und rumlaufen, bis ein Kampf kommt. Genau, dann das gleiche hier für die Zustände. Ähnlich wie auch bei den Items und Co. Also könnt ihr euch einen jeweiligen Zustand ausdenken, wie zum Beispiel vergiftet oder hier gestunt. Denkt euch die Attribute dazu aus und die Eigenschaften und was nicht alles. So, mit Animationen sind wirklich Kampfanimationen gemeint. Was passiert, wenn ich eine bestimmte Waffe ausrüste, im Kampf benutze, beziehungsweise muss man die auch nicht nur im Kampf benutzen, weil unter den Events, die ich euch dann demnächst zeigen werde, kann man diese auch in den Events mit einbauen. Zum Beispiel, wenn man mit einer Axt einen Baum fällt, könnte man sowohl die Animation von einem Axtschlag einbauen, als auch den Sound davon abspielen. Unter Tilesets, das ist für den Anfang vielleicht erstmal das Wichtigste, hier könnt ihr einstellen, welche Maps ihr quasi bauen könnt, welche Grundsteine einer Map ihr habt. Das ist jetzt zum Beispiel, nee, warte, Woods ist zum Beispiel jetzt die ich hier links habe. Hier könnt ihr natürlich auch wieder das Maximum verändern und neue hinzufügen, die ihr dann in einem Tileset-Grafik dann finden werdet. Ihr könnt euch aber auch so auch eigene bauen und die mit anderen Sachen kombinieren. Genau, das jeweilige Panorama für dieses Gebiet auswählen, die Fog-Grafik. Und den Kampfhintergrund. Und schon habt ihr euch eine eigene ausgedacht. Tutorial XP. So, der nächste wichtige Punkt ist die Erreichbarkeiten. Und zwar seht ihr hier ganz viele Kreise und Xe. Bei den Standard-Karten, bei den Standard-Tilesets, die im Spiel schon drinne sind, sind die eigentlich schon vorkonfiguriert. Zum Beispiel bedeutet das hier, da wo ein X ist, kann ein Charakter nicht hinanlaufen. Ich gehe einfach mal kurz ins Spiel und zeige euch das. So, mit Steuerung, nee, mit Alt-Enter kommt man auch in den Vollbildmodus, aber das klappt mit meiner Aufnahme gerade nicht so gut. Deswegen lasse ich es einfach mal so. Genau. Das ist jetzt unser Startcharakter, der ausgewählt ist. Wir können jetzt hier rumlaufen und ihr seht, ich kann hinter dem Baum langlaufen, aber ich komme hier nicht direkt da, wo der Stamm ist, dran vorbei. Und das sind quasi genau diese Einstellungen hier hinten. Also da, wo ein X ist, da kann ich nicht langlaufen. Und hier sieht man nochmal das Ganze aus der Sicht der Bewegungen, die man machen kann, weil es macht manchmal Sinn. Also ich kann hier zum Beispiel von hinten an den Baum heran, aber wenn ich das jetzt machen würde, würde ich auch nicht mehr runterlaufen können in die Richtung. Dann würde er wahrscheinlich schon hier hängen. Macht manchmal Sinn, wenn man zum Beispiel sowas wie Brücken hat, die man überqueren möchte, aber nicht möchte, dass der Charakter am Geländer quasi langlaufen kann, weil es einfach komisch aussieht. Genau, das Ganze auch noch mit den Büschen, das hat zur Folge, dass man halt, dass das hervorguckt, wenn der Charakter da hier auf den Feldern steht, dann würde man im Hintergrund immer noch sehen, dass da noch so ein Busch ist. Genau, mit den Counterflex habe ich auch noch nicht gearbeitet. Common Events sind globale Events, die man planen kann, wie zum Beispiel ein Timer, der mitläuft, damit ihr
einen Tag-Nacht-Zyklus einbauen könnt. Das wäre zum Beispiel ein globales Event. Ein globales Event wären aber auch irgendwelche Weltereignisse. Zum Beispiel, ihr habt einen Story-Fortschritt erreicht und möchtet in einer globalen Variable dann speichern, dass ein gewisser Fortschritt in der Story erreicht ist und jetzt ist zum Beispiel Stadt X zerstört. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal in Stadt X reingeht, ist die globale Variable dann gesetzt und ihr seht dann nur noch eine Ruine, wenn ihr das so konfiguriert habt. Das erstmal zu den Common Events. Ich komme ja sowieso noch mal in einem extra Video auf Events zu sprechen und zeige euch dann dort ein paar Beispiele. Ansonsten noch das System, auch sehr wichtig. Gerade der XP-Maker, den gibt es außer über einen Hack, glaube ich, nicht auf Deutsch. Aber für jedes Spiel, das ihr macht, könnt ihr hier in den Systemeinstellungen einige Dinge einstellen. Zum Beispiel sind hier die initiale Party. Das könnte man jetzt hier verändern. Wer ist in der Party drin? Ihr könnt hier auswählen, wie die Grafiken aussehen. Gut, jetzt habe ich für den RPG-Maker Standard gerade nur eins. In dem Ordner, in irgendeinem anderen Ordner habe ich natürlich noch was. Aber auch das hier, wie das Game-Over-File aussieht, welche Background-Musik im Titel ist und welche Kampfmusik Standard ist und was beim Game-Over passiert und, und. Das gleiche kann man hier auch. Das sind die Ingame-Sachen, wie zum Beispiel heißt die Currency. In dem Moment heißt sie G. Könnte man jetzt Gold draus machen. Waffe soll zum Beispiel nicht Weapon heißen, sondern Waffe. Damit ihr, also hier könnt ihr ein paar Sachen halt übersetzen und dann sind die auch im Spiel so angezeigt. Genau, ansonsten ja, hier gibt es noch diverse Elementnamen, die könnte man jetzt auch noch übersetzen. Und das hat dann noch alles Einfluss im Spiel, wenn man nämlich hineingeht. Hat man mit Escape das Standardmenü. Hier seht die Gruppe, die wir auch in der Übersicht gesehen haben. Items haben wir ja keine von Anfang an. Und bei Equipment steht ja zum Beispiel Waffe statt Weapon. Okay, so, dann bleibt eigentlich nur noch das Eventfenster und dann geht es auch schon los ins Mappen einer Karte. Aber für die erste Übersicht des Makers an sich würde ich sagen, reicht das erstmal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Fragen dazu habt, wie immer gerne in den Kommentaren. Dann bis zum nächsten Mal.